Herzlich willkommen zum Spotlight und schön hast du wieder eingeschaltet. Letzte Woche war eine recht vollpackte Woche und was dort alles passiert ist, das erfährst du gerade. Alles über E-Sports. Was die Szene bewegt, was dich bewegt. eSports.ch Powered by UPC. Fangen wir an mit der ersten Schweizer Overwatch League, und zwar der No Mercy League. Am letzten Samstag haben 24 Teams gegeneinander gekämpft und Punkte von der ersten Qualifikation. Der erste Sieg vom ersten Qualifier geht als Team Swiss Prime Gaming, das im Finale Team Spezi geschlagen hat. Auf dem Platz 3 sind Team Mindsanity und Team Arrows. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus. Und diese Tabelle werdet ihr noch ein paar Mal sehen, weil nach 4 Qualifiers werden die 4 besten Teams bzw. die 4 Teams mit den meisten Punkten als Finale eingeladen, das dann am 10. Juni hier im E-Studios wird stattfinden. Aber jetzt genug gelabert, wir brauchen noch etwas für eure Augen. Nicht das, sondern die besten Plays von der No Mercy League so far. Viel Spaß. Beyblade, we back. Season 2. Bring it back. They're just up there waiting for the nano. That's sneaky though. Yeah, that was extremely sneaky. Yeah, I know. This is clever. So when they set up like this, you can go ahead and try it. If you're in a situation where you exactly have people to be ready, you can drop it onto the edge. That's really smart. And they could snowball this creep phase just like that. You can do something with this graviton here. They want to probably engage. Get a good graviton off with the beat though. There's a big anti-heal. The Genji nano blade is popped by Swiss Prime and Shinoda. Gets two supports and is on to Saria and gets her as well. This is just crazy right now. Wow. Nice, holy good. Well played by Shinoda. We probably know what. Spitz definitely looking for a Graviton Holoc now. They probably will save Nanoboost Visor, so let's see. But they're on top, which is actually pretty good. You can Graviton them above, so let's see if they're gonna. Graviton early. Graviton early comes. He's looking for the Holoc. Gets his Holoc now and just. Whoa, really that's well a triple played, kill with one healing anti healing grenade. They used Nano though as well, so they used 3 ults for the fight. Der nächste Qualifier wird dann am 18. April stattfinden. Und ey, für alle die draussen, die die erste Folge von der Overwatch Academy schon gesehen haben, ihr könnt euch auf etwas freuen. Und zwar kommt die zweite Folge raus am Donnerstag auf eSports.ch und dort wird es dann ums Warm-up gehen und das generelle Vorbereiten auf einen richtigen Match. Und vielleicht könnt ihr das auch gerade verbinden mit dem neuen Tank Hero Orisa, der heute auf allen Servern live wird sein. Und wer weiß, vielleicht wirst du der beste Orisa-Player, den es gibt. Gehen wir gleich weiter zu der nächsten E-Sports-Liga, und zwar zur Pre-Fighter League in Counter-Strike GO. Nach der ersten Woche haben die 8 Teams folgende Partien gespielt. Swiss Prime Gaming hat gewonnen gegen Mindsanity, Elvets hat verloren gegen Silent Gaming, Red Instinct hat sich gut geschlagen gegen Maischgut und Team Berserk hat gegen Fragment E-Sports gewonnen. Man kann natürlich nach einer Woche noch nicht so viel sagen, aber es sind sicher schon sehr starke Performances gezeigt worden von gewissen Teams. Und die Tabelle sieht folgendermaßen aus. Und zu guter Letzt gehen wir noch zu der Swiss Dota League, die schon die 7. Woche hinter sich hat. Und die Resultate sehen folgendermaßen aus. Und schauen wir uns doch gerade noch die Tabelle an und da sehen wir, dass Red Panda Lifting an der Spitze ist. Aber lasst euch nicht täuschen, weil Mindsanity, ein sehr starkes Team, das auch letzte Season schon ersten Platz gemacht hat, hat noch 2 Spiele offen. Und das heisst, die Tabellen können sich dort noch her und wenden. Wer weiß. Jedenfalls sind die 4 Teams, 4Fan, Babas United, Playing Ducks und Steel for Talent, vom Abstieg bedroht. Also Jungs, hey, gebt mal Gas! Gehen wir weg von den E-Sports-Ligen und kommen wir zum FIFA. Letzten Freitag ist bekannt geworden, dass GameTurnier.ch in Zusammenarbeit mit Mediamarkt eine FIFA-Meisterschaft für alle Casual-Players da draussen möchte organisieren. Das werden dann 10 verschiedene Turniere sein an 10 verschiedenen Mediamarkt-Filialen und das Ganze im K.O.-Modus. Jetzt seht ihr unsere schöne Schweiz eingeblendet und darauf seht ihr all die Locations, wo diese Turniere werden stattfinden. Das Ganze fängt an am 8. April in Biel und endet dann am 17. Juni in Oftringen. Die Gewinner von den Offline- und Online-Turnieren sowie auch 4 Wildcard-Teilnehmer können dann ans Finale gehen, das im Oktober an der Swiss Toy wird stattfinden. Sie kämpfen dann um einen Preispool von 15.000 Franken, ein Satz Trinkgeld. Jedenfalls mehr Informationen dazu und zu der FIFA-Meisterschaft generell findet ihr auf gameturnier.ch. Bleiben wir gerade beim Fußball und gehen zum Fußballverein
FC Servette. Sie möchten nämlich auch ein E-Sports-Team aufbauen, aber nicht in FIFA, sondern in Overwatch, Rocket League und Hearthstone. Das Team wird dann Servette Geneva E-Sports heißen und sie sind somit der erste Schweizer Fußballverein, der sich in die E-Sports-Welt wagt, ohne FIFA. Aber hey, wir von eSports.ch finden das eine ganz coole Sache und auch eine gute Idee. Schauen wir es uns doch mal an. Der deutsche Fußballverein Schalke 04 zum Beispiel hat sich auch etablieren in der eSports-Welt mit League of Legends. Also hey, alles ist möglich mit eSports. Apropos League of Legends, wir haben ein Interview gemacht mit dem Teammanager von Unicorns of Love. Und ja, das ist der Typ da hinter mir und er fällt nicht nur mit seinem Style auf, sondern auch mit seinen gewagten Aussagen. Im Interview sagt er zum Beispiel, dass eSports für ihn gar kein Sport ist, sondern lediglich der Unterhaltung dient. Aber hey, mach dich selber ein Bild. Das Interview findet ihr ab jetzt auf eSport.ch. Und jetzt kommen wir zu etwas, auf was wir uns alle freuen können, und zwar das Event in Argon, das vom 25. bis 28. Mai wird stattfinden. Ihr könnt euch ab jetzt für die LAN am Bodensee anmelden. Es kostet euch 75 Franken, aber du musst Gas geben, weil ein Drittel der Platz sind bereits schon weg. Und wenn du unbedingt dort sein willst, dann solltest du dich jetzt schon anmelden. Und das Ganze kannst du machen auf eevent.ch. Und zum Schluss kommen wir noch zu der Swiss Esports Federation, oder kurz SESF, der Dachverband vom Schweizer Esports. Dort ist ein neuer Präsident gewählt worden, oder besser gesagt, der alte Präsident wiedergewählt worden, und zwar der Vinzenz Kögler. Und mit dem werden wir dann ein Interview führen, das dann auf eSports.ch für euch erhältlich wird sein. Und er wird uns erzählen, was der SESF vorhat im Schweizer E-Sports. Und das war auch schon mit dem Spotlight. Danke, dass du eingeschaltet hast. Und wie immer möchten wir gerne Feedback von euch hören via unsere Social Media Pages oder geht direkt auf info@esports.ch. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch noch eine schöne Woche. I'm out. esports.ch Powered by UPC.